Die Heidelberger Druckmaschine AG ist der weltweit führende Maschinenhersteller im Bereich Druck- und Weiterverarbeitung. Ja, wir arbeiten sehr eng mit dem Entwicklungsteam von der Heidelberger Druckmaschine AG zusammen im Bereich Technologieberatung. Heidelberg kommt auf uns zu, wenn es Themen gibt in der Neu- und Weiterentwicklung, speziell bei Entwicklungen von Bauteilen, Baugruppen, wo wir sie unterstützen können, wenn es außerhalb der Themen der konventionellen Fertigung geht. Die 3D-Drucker werden speziell im Bereich Prototyping verwendet, um hier schneller, kostengünstigere Prozessschritte zu erreichen, die sonst mehrere Wochen und Monate gedauert haben, zu verkürzen. Heidelberg nutzt aber auch schon seit ca. 2 Jahren 3D-gedruckte Teile in der Serienfertigung. Derzeit produzieren wir 12 bis 15 Serienapplikationsteile her. Die Hauptanwendung hier ist der Bereich Falzmaschinentechnologie und Robotiktechnologie, hier im Besonderen Pick-and-Place-Aufgaben. Mein Lars und Elsamen ist eine große Offset-Druckerei. Im Jahr werden hier ca. 100 bis 120 Millionen Bogen Papier bedruckt. In der Druckweiterverarbeitung haben wir 7 Falzmaschinen und wir haben in der Druckerei 4 Druckmaschinen. Maschinen, die von Heidelberg neu auf den Markt gebracht werden wollen, bei uns getestet werden und werden auch permanent dann bei uns weiterentwickelt. Ganz viele Kunden setzen eher auf Online als auf Printprodukte. Daher sind viele Aufträge nicht mehr da, die man vorher hatte. Die Auflagen werden geringer und es müssen die Auflagen dann auch schneller verfügbar sein. Und in dem Rahmen kann man wirklich nur noch mit neuen Maschinen dagegen steuern. Und der Piece-Ducker setzt die an der Falzmaschine gefalzten Bogen auf Palette ab. Und wir brauchen da eben für die Laufleistung der Falzmaschine einen Hochleistungsroboter, der schnell und zuverlässig ist. Der Roboter kann bis zu 1 Meter die Paletten hochstapeln. Und je nach Laufleistung kann er bis zu 18.000 Bogen die Stunde absetzen. Bevor wir den Piece-Ducker in Einsatz genommen haben, hat eine Person die 4 bis 6 Tonnen jeden Tag auf Palette abgesetzt. Ja, vor allem in der Robotikanwendung spielt Gewicht eine essentielle Rolle. Je mehr Gewicht wir haben, je mehr werden die Teile mechanisch beansprucht. Das geht auf die Dauerfestigkeit der Teile. Die Beanspruchung steigt enorm. Wir haben eine ziemlich hohe Packungsdichte in der Anlage. Das heißt, wir haben wenig Spielraum für große Verbauungen und Teile. Und da ist der 3D-Druck essentiell wichtig. Soll es möglich sein, verschiedene Teile konventionell zu fertigen, wäre der Aufwand enorm hoch im Gegensatz zum 3D-Druck. Manche Teile würden aus verschiedenen Baugruppen und Bauteilen bestehen. Diese müsste man aufwendig montieren, ausrichten, nacharbeiten. Sie wären viel schwerer, die Packungsdichte wäre höher. Deshalb würde es sich für manche Teile absolut nicht rechtfertigen, diese konventionell zu fertigen. Hier nutzen wir hauptsächlich den Bereich SLS-Druck, der uns erlaubt, ziemlich komplexe Formen abzubilden und manche Bauteile und Baugruppen zu vereinfachen und die Komplexität einfach aus den Bauteilen zu nehmen. Die Maschinen erlauben uns in kürzester Zeit sehr große Entwicklungsschritte zu leisten und zu erfüllen. Das heißt, wir können über Nachtproduktion am nächsten Tag beim Kunde testen, verwerfen oder weiterentwickeln. Durch den 3D-Druck erreichen wir hier speziell bei manchen Teilen Kostenreduktionen im Bereich von 50 bis 70%. Ganz aktuell wurde in unserem Roboter ein 3D-gedrucktes Teil verbaut, was einen Kabelbruch verhindern kann und dadurch die Langlebigkeit natürlich erhöhen soll. Gut, da gibt es mehrere Ansprüche an die Teile, je nachdem, wo die Teile verbaut werden. Wir haben hier Bereiche, die sind stark der Verschmutzung und der Verfettung ausgeliefert. Dann haben wir Teile, die sind stark mechanisch und physikalisch beansprucht. Die gefertigten 3D-Druckteile können unter anderem hier auch mit den konventionell gefertigten Teilen aus Aluminium und Stahl mithalten. Dadurch, dass wir mehrere physikalische Eigenschaften in einem Teil vereinen können. Sowohl die Steifigkeit und Flexibilität, sowie die Formgenauigkeit. Wir haben hier durchaus Teile verbaut, die befinden sich schon 2,5 Jahren in den verschiedenen Maschinenelementen. Die Dauerbelastung standhalten, das heißt, Zweischichtbetrieb, 5 Tage die Woche unter enorm hohen Beanspruchungen. Ich muss ganz deutlich sagen, dass die sehr langlebig sind. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber wir haben noch keine Teile bei uns in den Falzmaschinen auswechseln müssen. Es wird in Zukunft weniger Druckereien geben und die Auflagen werden ja auch immer geringer. Und es werden dann einige überbleiben und die müssen sehen, dass sie sich gut aufstellen für die Zukunft. Der 3D-Druck, der macht enorme Sprünge. Jedes Jahr. Wir sind aber jetzt auch ziemlich schnell an den Punkt gelangt, wo sich das 3D-Druckverfahren gegenüber der konventionellen Fertigung durchaus gerechnet hat.